SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor über 101 Jahren nahm eines der großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts seinen Lauf. Die Regierung des Landes, welches damals seinem Verbündeten hätte in den Arm fallen können, ja hätte in den Arm fallen müssen, ließ die Barbarei in zynischer Menschenverachtung einfach geschehen. Und das Land, von dem ich hier spreche, heißt Deutschland. Im damaligen Osmanischen Reich mussten in den Jahren 1915 und 1916 Hunderttausende unschuldige Männer, aber insbesondere auch Frauen und Kinder erleben, dass sie nachts aus ihren Häusern gerissen wurden, dass sie auf Todesmärsche geschickt wurden, ohne genügend zu essen zu haben, ohne genügend Wasser zu haben, in die Wüste, um sie jämmerlich, man muss es so hart sagen, verrecken zu lassen. Auf diesem Weg, nicht schon schlimm genug, wurden sie Räuberbanden anheimgegeben, die ihnen noch das Letzte nahmen, was sie vielleicht auf der Flucht mitnehmen konnten, die massenhaft Frauen vergewaltigten. Aged, die große Katastrophe ist, das ist schon hier betont worden, eben kein Kollateralschaden der Kriegswirren der damaligen Zeit. Die systematische Vertreibung und Vernichtung der anatolischen Armenier wie auch der Aramäer, Assyrer, Pontusgriechen und der chaldäischen Christen war von staatlichen Stellen auf Befehl des damaligen jungtürkischen Regimes systematisch geplant und sie wurde systematisch auch durchgeführt. Und dieses Verbrechen hatte ein klares Ziel. Es hatte das Ziel, diese Volksgruppen im damaligen Osmanischen Reich zu eliminieren. Und sicherlich auch dank der Bemühungen von Raphael Lemkin haben wir mittlerweile in der internationalen Staatengemeinschaft, auch das wurde hier gesagt, einen Begriff für ein so unbegreifliches Verbrechen gefunden, Völkermord. Angesichts bestimmter Debatten, die jetzt gerade außerhalb dieses Hohen Hauses stattfinden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal klarstellen, wir sitzen hier nicht zu Gericht. Niemand sitzt auf der Anklagebank, weder Mitglieder der Bundesregierung, die heute nicht auf der Regierungsbank sitzen, und schon gar nicht das türkische Volk, dem wir, glaube ich, alle in großer Verbundenheit und Freundschaft verbunden sind. Und ich finde, dass es nur derjenige, der unredliche Absichten im Sinn hat, aus dem Text unseres gemeinsamen Antrages eine Anklageschrift uminterpretieren kann. Denn das zeigt die Überschrift und auch der erste Satz dieses Textes. Das ist keine Anklageschrift, sondern das ist eine Verneigung vor den Opfern. Nein, es wird heute keine Anklageschrift und es wird auch keinen donnernden Urteilsspruch geben. Und nun könnte man sich ja fragen, ja, warum das Ganze? Die Antwort ist vielleicht so banal wie wegweisend. Heute wollen wir als Parlament, als die demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Souveräns, den Nachfahren derer, wir, die die Nachfahren derer sind, die damals weggeschaut haben, wir wollen uns heute vor den Opfern verneigen und wir wollen das in aller Demut tun und ohne Selbstgerechtigkeit. Wir wollen den Opfern dieses Menschheitsverbrechens unseren aufrichtigen Respekt zollen. Und wenn es darum geht, aufrichtig zu sein, muss man auch sagen, was war. Und dann gilt, ein Völkermord bleibt ein Völkermord, bleibt ein Völkermord. Auf diese Klarheit haben die Opfer und ihre Nachfahren viel zu lange schon gewartet. Deshalb kann ich die Debatten, die wir in der Öffentlichkeit erleben, um den Zeitpunkt der heutigen Behandlung des Themas nicht verstehen. Ich glaube, wir müssen nicht kritisieren, dass wir das heute hier machen, sondern wir müssten eher uns fragen, ob man nicht kritisieren muss, dass wir erst jetzt und erst heute machen, nach 101 Jahren. Wenn ich sage, dass
Es gilt, den Respekt vor den Opfern in den Vordergrund zu stellen. Dann sollten wir auch nicht vergessen, dass sich die Opfer nicht mehr wehren können. Sie können nicht mehr mitdiskutieren. Sie konnten sich auch nicht wehren und auch ihre Nachfahren, wenn sie von denen, die ihnen das Leid angetan hatten, im Nachhinein noch verunglimpft wurden, verleugnet wurden, wenn die Verbrechen relativiert wurden. Sie können sich aber auch nicht wehren, wenn heutige Politikerinnen und Politiker, egal auf welcher Seite, glauben, den Völkermord an den Armeniern zur Keule in tagespolitischen Auseinandersetzungen zu machen. Wenn man das tut, wird man dem Respekt vor den Opfern auch nicht gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch der festen Überzeugung, weil ich das in einer Zeitung lesen konnte, dass das deutsche Parlament heute hier nicht Rechthaberei betreibt, sondern ich sehe die heutige Debatte auch als eine Selbstbehauptung des Parlaments, dass unabhängig davon, wie bestimmte Dinge, die wir heute beschließen, von der Regierung gesehen werden, das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und sich selbst eine Meinung gebildet hat und sie zum Ausdruck bringt. Und ich finde, das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke unserer Demokratie. Erlauben Sie mir zum Abschluss darauf hinzuweisen, Michael Roth hat das, unser Staatsminister, vor ein paar Tagen in der Presse geäußert. Wir sollten auch unseren Beschluss nicht überholen, denn da hat der Staatsminister recht. Versöhnung kann man nicht beschließen. Und deshalb möchte ich ganz zum Schluss meiner Ausführungen einen Appell an alle jungen Menschen, ob sie türkischer, armenischer, deutscher oder welcher Herkunft auch immer sind, richten. Bitte glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt, was in Ihren Schulbüchern steht. Möglicherweise auch das, was wir Ihnen heute hier im Bundestag sagen. Ich bitte Sie darum, machen Sie sich selber ein Bild. Schauen Sie sich die Dokumente, die im Auswärtigen Amt einsehbar sind, die zu einem großen Teil ja auf Deutsch sind, weil sie von deutschen Diplomaten stammen. Schauen Sie sich an, bilden Sie sich selber ein Urteil. Lassen Sie Ihr Herz sprechen, wenn Sie sich diese Dokumente anschauen. Und lassen Sie sich nicht von wem auch immer einreden, dass diejenigen, die das Wort Völkermord in den Mund nehmen, das türkische Volk beleidigen wollen. Nein, das türkische Volk ist ein großes und starkes Volk und es hat sich nicht nötig, vor seiner Vergangenheit zu verstecken, sondern es kann es sich ihr selbstbewusst und mit Demut stellen. Kämpfen Sie dafür, dass das geschieht, denn das ist der richtige Weg, der Verantwortung gerecht zu werden, die uns allen aus unserer Geschichte auferlegt ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Elie Wiesel hat am 27. Januar 2000 an dieser Stelle gesagt, wer sich dazu herbeilässt, die Erinnerungen an die Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein zweites Mal. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Appell von Elie Wiesel von immer mehr Menschen, auch von immer mehr jungen Menschen in der Türkei gehört wird. Sie hören auf ihr Herz. Sie haben ein Herz für die Opfer. Sie werden sich in Zukunft nicht mehr von staatlichen Stellen ein Geschichtsbild vorschreiben lassen. Und das gibt mir die Hoffnung, dass es Versöhnung geben wird. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Hans-Peter Uhl spricht nun für